Herzlich willkommen in der Akibaline zu einem neuen Manga-Review. Heute geht's um die Schokohexe und ich würde vorschlagen, ihr holt euch jetzt eure Schoki aus euren Adventskalendertürchen und lauscht gespannt der Akibaline Weihnachtsgeschichte. Kaffee ist fertig, brüllt es durch die Wohnung. Es hilft alles nichts. Akibaline muss das Lesen erneut abbrechen. Noch bevor sie ins Wohnzimmer kommt, fängt ihre Mutter sie ab. Du, ruf doch mal kurz Oma an, die freut sich immer so, wenn sie von dir hört. Das stimmt, sie hat ihre Oma schon länger nicht mehr angerufen. Sie zückt das Handy und ruft an. Hallo Oma, wie geht es dir? Ah, hallo Aki, sehr gut, danke. Sag mal, du liest doch immer diese bunten Comics aus Japan. Welchen hast du zuletzt gelesen? Nun ja, als letztes habe ich die Schokohexe gelesen. Da ging es um, und sie fängt an zu erzählen. So, gestern in dem Video habe ich schon ganz kurz angeteasert. Ich finde das Cover von die Schokohexe irgendwie total ansprechend. Ich finde, das hat total was. Das Outfit sieht total cool aus. So ein bisschen so mystisch-gothic-mäßig irgendwie, so ein schwarzes Kleid. Und auch die anderen Bände, die es davon gibt, die sind dann so ähnlich designt. Da ist immer so ein großer Charakter drauf. Ich weiß jetzt noch nicht genau, ob das dann mehrere Schokohexen sind oder die Schokohexe. Keine Ahnung, ich bin ja erst bei Band 1 und heute in dem Review geht es nämlich auch erstmal um Band 1. Dieser Manga, der liegt jetzt auch schon ein Weilchen, das müsste ungefähr jetzt ein Jahr her sein, weil ich hatte mir den in Berlin bei der Figuya Shop-Eröffnung mal gegönnt, aber irgendwie bisher gar nicht gelesen. Aber jetzt endlich erledige ich was von dem Pile of Shame. Das hier ist eine Reihe von Carlsen, die es schon relativ lange gibt. Der erste Band erschien in Deutschland schon 2013. Aber das Ganze läuft noch. Sowohl in Japan als auch in Deutschland ist das noch nicht abgeschlossen. Und der nächste Band wird wahrscheinlich im Februar 2021, also jetzt bald, rauskommen. Das heißt, es geht immer weiter, obwohl der vorletzte Band das letzte Mal 2019 rauskam. Das hat mich bei der Recherche ein bisschen gewundert, dass jetzt im Jahr 2020 da gar kein neuer Band rauskommt. Aber für alle, die jetzt schon ein bisschen weiter sind mit der Reihe, ist das dann doch ein ganz schönes Gefühl, wenn es dann doch noch weitergeht. Also, worum geht's? Wir haben hier so kleine Mystery-Kurzgeschichten in diesem Manga. Hätte ich ehrlich gesagt gar nicht so erwartet, wenn man sich den Klappentext mal so durchliest. Die Schokohexe betreibt einen kleinen süßen Schokoladen mitten im Wald. Und dieser Laden ist natürlich was ganz Besonderes, da geht es magisch vor sich. Sie ist ja schließlich eine Hexe. Denn, und das steht hier auch schon auf dem Klappentext, wenn man von ihrer Schokolade isst, kann man sich einen innigsten Wunsch erfüllen lassen. Das heißt, es gibt in den meisten Kurzgeschichten hier dann eine Person, die irgendwie noch ganz gutherzig ist, aber trotzdem irgendwas schlecht läuft in dem Leben und deswegen suchen die dann immer Rat bei der Schokohexe, wollen dann einen Wunsch erfüllt haben. Aber die Schokohexe macht es nicht umsonst, aber man kann das Ganze auch nicht mit Geld bezahlen. Erstmal erfüllt sie dann also den Wunsch, aber irgendwann kommt sie sich dann den Preis dafür holen. Das heißt, wenn man sich zum Beispiel wünscht, irgendwie erfolgreich zu sein, dann wird man auch erfolgreich, aber dafür muss man irgendwas zahlen. Und das kann alles sein. Die Schokohexe sagt zum Beispiel, andere Leute haben hier schon ihre Körperteile verloren, andere müssen da ihre Schönheit für abdrücken oder erleiden einfach andere schlimme Dinge, von denen die Leute, die diese Schokolade probieren, irgendwie erstmal gar nichts wissen wollen, denen ist erstmal super wichtig, dass der Wunsch erfüllt wird und machen sich erstmal gar keine Gedanken, was der Preis dafür sein könnte. Aber man hat auch das Gefühl, dass sie da irgendwie nach so einem Konzept vorgeht. Das heißt, guten Menschen nimmt sie eigentlich nicht so was Hartes ab. Also da nimmt sie zum Beispiel nur die schlechten Erinnerungen. Allerdings bei den bösen und neidischen Leuten, die einfach nicht so ein gutes Herz haben, da wird sie dann schon so ein bisschen rabiater. Ja, und von diesen kleinen Storys gibt es dann so 4 oder 5 waren es, ich glaube es waren 4 Kurzgeschichten hier. Die einzig wiederkehrende Person in den Geschichten ist dann halt immer nur sie. Was ich mich beim Lesen oder nach dem Lesen besser gesagt gefragt habe, sind jetzt alle Bände so? Von diesen 20 oder wie viel es da mittlerweile gibt? Oder gibt es da dann irgendwie noch eine große Klammer, die sich schließt? Hat das alles noch irgendwie einen Zusammenhang? Ich bin mir da noch nicht ganz sicher. Auf jeden Fall zeigt hier auch die Mangaka, wie hässlich manche Charaktere sein können. Also was einfach so Neid ausmachen kann. Erpressung und Rache und all solche fiesen Leute sind hier in dem Manga vorhanden. Und das sieht man halt auch wirklich an deren Gesichtsausdrücken, was da manchmal in denen vorgeht. Die sehen dann so richtig psycho aus und das macht das Ganze auch so ein bisschen gruselig. Ich könnte euch jetzt natürlich noch ein bisschen mehr
zu dem Inhalt, zu dem eigentlichen Inhalt der Kurzgeschichten sagen. Aber da das halt wirklich immer nur, ja, wenige Seiten sind, würde ich damit dann wahrscheinlich alles spoilern. Und das möchte ich lieber vermeiden. Ein wenig hat mich das noch erinnert an die Reihe Scary Lessons. Die hatte ich schon mal auf Instagram im Manga Mai vorgestellt. Da geht es nämlich auch um so Kurzgeschichten. Die sind allerdings nicht so aus dem Bereich Mystery, sondern eher in dem Bereich Horror. Und da kehrt dann auch immer nur sie hier dann die ganze Zeit wieder. Wem die Schokohexe gefällt, dem könnte auch Scary Lessons gefallen und andersrum vielleicht auch. Also nach dem ersten Band kann ich ehrlich gesagt noch nicht richtig sagen, ob mir das sehr gut gefallen hat. Ich mag zwar gern Kurzgeschichten, ich gucke auch gerne sowas wie Black Mirror auf Netflix oder ganz früher X-Faktor, das Unfassbare und sowas. Das war ja so eine Mystery-Sendung auf RTL 2 damals. Aber ich frage mich wirklich, wie das in den anderen Bänden ist, ob das jetzt einfach schnurstracks so weitergeht. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Wenn ihr das wisst, dann könnt ihr mir das gerne mal spoilerfrei in die Kommentare schreiben. So, und das war's auch schon wieder für heute. Ich bedanke mich bei allen meinen fleißigen Zuschauern, die auch immer so nette Kommentare schreiben und Follower sind. Morgen geht's weiter mit einem Isekai. Und zwar habe ich mir da ausgesucht, Is it wrong to try to pick up girls in a dungeon? Tschüssi! Hey, hey.